Gut, dann sehen wir uns an, wie sich BigBlueButton zusammen mit Moodle verwenden lässt. Wenn das BigBlueButton-Plugin bei Moodle installiert ist, lässt sich ein neues Webinar oder so ein Meeting, ein Online-Meeting anlegen, wie jedes andere Material oder Aktivität auf Moodle. Einfach Aktivität oder Material anlegen wählen und da dann BigBlueButton wählen. Ich mache das jetzt nicht, das ist wirklich mehr oder weniger alles, was man da tun muss. Was aber der große Vorteil ist jetzt, wenn man das so machen kann, dann ist automatisch sichergestellt, dass in dieses virtuelle Musikzimmer nur die Leute reinkommen, die als Teilnehmerinnen in diesem Kurs eingeschrieben sind. Man muss also sich nicht darum kümmern, den richtigen Leuten den richtigen Link zukommen zu lassen, mit dem richtigen Kennwort oder so, sondern ist automatisch, wenn die Leute Zugriff haben auf einen Kurs, dann können sie nachher dort bei diesem Webinar teilnehmen. Geh da mal rein. Ich habe da wie gesagt nur einen Titel gegeben hier und noch ein bisschen Text geschrieben. Der Rest ist einfach Standardeinstellung bei diesem BigBlueButton-Meeting hier. Ist schon jemand eingeloggt, so wie es ausschaut? Eine Zuschauerin, die werden wir dann gleich antreffen. Sobald wir selbst hier unten auf den Knopf Teilnehmen klicken, öffnet sich nämlich ein neues Tab hier mit diesem BigBlueButton-Meeting. Und dann können wir dann gleich sehen, wer da schon eingeloggt ist. Sobald sich die Seite da geladen hat. Im ersten Schritt kommt immer dieser sogenannte Echo-Test. Da kann man unbedingt mit Mikrofon wählen, außer man möchte wirklich nur zuhören. Da mal mit Mikrofon wählen. Und jetzt wird oft diese Frage gestellt, welches Mikrofon man denn freischalten möchte. Ich habe hier jetzt mehrere zur Auswahl. Ich nehme mal das von meinem Headset. Und könnte hier jetzt auch Entscheidung merken, anklicken. Ich lasse das, ich werde halt jedes Mal bestätigen, erlauben. Und jetzt kommt eben der Echo-Test. Der muss zuerst Verbindung aufnehmen zum Server. Das dauert manchmal ein paar Sekunden. Und sobald er dann durch ist, ich höre mich jetzt schon, kann ich das bestätigen, indem ich da auf Ja klicke. Wenn es nicht klappt, natürlich Nein. Dann muss man weitere Hinweise bekommt man dann so. Genau. Jetzt bin ich da eingeloggt. Und das war jetzt schon mal ein Feedback. Nicht so ideal. So, jetzt ist es wieder besser. Das war jetzt, weil ich die gleichen, das zwei Geräte hier jetzt am Tisch im Einsatz habe. Wenn sowas passiert, muss man mehr oder weniger einfach mal das Mikrofon stumm schalten. Dann kann dieses Feedback nicht mehr passieren. Genau. Ja, richtig. Jetzt habe ich da, wie gesagt, schon eine Person ist schon eingeloggt. Das bin ich nochmal, einfach als Teststudent. Da kann ich jederzeit auf diese Person draufklicken und ihr zum Beispiel einen privaten Chat mit ihr machen. Dann sehen das nur ich. Und in dem Fall der Teststudent diese Nachricht. Wenn ich für alle eine Nachricht schicken möchte, gehe ich einfach bei diesem öffentlichen Chat, den kann ich auf- und zuklappen. Wenn ich da öffentlichen Chat anklicke, kann ich da Nachrichten hineinschreiben. Das ist insbesondere dann nützlich, wenn viele Leute in einem Webinar sind, damit da nicht alle gleichzeitig zum Beispiel ins Mikrofon reinsprechen, können sie sich auch im Chat melden. Oder manchmal sage ich sowieso alle Teilnehmer, die haben gar kein Mikrofon, dann können sie dort auch Fragen anmerken. Damit ich das dann auch merke, wenn jemand da was sagt, gibt es hier oben diese Einstellungen, also die drei Punkte, und dann Einstellungen öffnen. Und da kann man sich jetzt, wenn man möchte, sogenannte Audiowarnungen für den Chat machen lassen. Dann immer, wenn jemand im Chat was schreibt, höre ich dann so einen Ton. Könnte sogar eine Pop-Up-Warnung einschalten, dann würde ich auch so optisch noch eine Nachricht sehen. Ich lasse jetzt mal, Audio-Warnung reicht mir. Und Audio-Warnung, wenn jemand neu den Raum betritt, ist auch praktisch. Dann merke ich, ist noch jemand dazugekommen, vielleicht muss ich die Person noch schnell begrüßen, schnell abholen, fragen oder noch schnell sagen, was wir schon gemacht haben, wenn das schon begonnen hat. So ist noch praktisch. Dann gibt es noch die Einstellungen zum Datenvolumen einsparen. Und da kann man zum Beispiel die Webcams deaktivieren, dann sehe ich bei meinem Gerät die Webcams nicht mehr. Das ist nur für mich eine Einstellung. Die anderen können weiterhin
sich die Webcams anschauen, aber wenn mein Gerät nicht genügend stark ist oder die Internetverbindung nicht so wahnsinnig breit, dass es eine große Bandbreite hat, dann kann man das hier reduzieren. Speichere das mal ab. Und wenn wir schon von der Webcam sprechen, die kann man nämlich auch hier unten bei diesen Knöpfen hier einschalten. Da ist Audio, Muten und Unmuten. Und da daneben, eins davon ist dann die Webcam, ist so wie eine Kamera, kann ich auch mal freigeben. Muss ich auch wieder auswählen, welche Webcam, wenn ich mehrere habe. Ich habe jetzt hier nur eine. Könnt ihr auch wieder die Entscheidung merken, dass das immer gerade erlaubt wird. Ich mache es jetzt jedes Mal manuell, erlauben. Zweimal hier. Und jetzt sieht man mich hier schon im Videobild. Man könnte da die Qualität noch erhöhen. Ich lasse es meistens auf Low Quality, braucht weniger Bandbreite. Freigabe starten. Und meistens fragt es mich dann noch einmal, ob ich es wirklich möchte. Darum eben, wenn du das nicht möchtest, einfach hier einmal Entscheidung merken auswählen, dann kommt es nicht jedes Mal. So, jetzt erscheine ich hier dann gleich im Bild tatsächlich. Und da gibt es auch noch eine lustige Variante. Man kann dieses Video nämlich packen und unten auf die Folie schieben. Dann wird die Folie dafür ein bisschen größer dargestellt. Das macht vor allem dann Sinn, wenn nur eine Person das Videobild zeigt. Genau. Alternativ, wenn ich das Videobild noch größer haben möchte, könnte ich jetzt da in der Ecke zum Vollbild machen, dann würde man nicht ganz groß sehen. Oder wenn ich hier die Folie mit diesem kleinen Minus oben in der Ecke reduziere, dann komme ich auch groß in der Mitte. Unrasiert, oje. Also mache ich das wieder groß. Hier unten in der Ecke Präsentation wieder aufschalten, dann sieht man sie wieder. Und meine Videokamera schalte ich jetzt auch gerade wieder aus. Habe mich jetzt mal kurz gesehen, das soll jetzt reichen für dieses Erklärvideo. Weiterer wichtiger Knopf hier unten, das ist Bildschirmfreigabe, zeige ich auch schnell. Anwählen. Kommt wieder so ein Dialog hier oben beim Firefox oder wahrscheinlich auch beim Chrome, bei anderen Browsern ähnlich. Da kann man auswählen, was man freischalten möchte. Ich nehme oft vollständiger Bildschirm, dann kann ich von einem Programm zum anderen wechseln. Sonst wäre man zum Beispiel hier, wäre man auf den Browser beschränkt, dass man nur Firefox oder welchen Browser auch immer man verwendet sehen würde. Ich nehme meistens vollständiger Bildschirm. Auch wieder, man könnte Entscheidung merken, sich markieren, mache ich auch wieder nicht, mache es immer manuell. Dann sollte hier innerhalb nützlicher Frist eigentlich dann mein Bildschirm erscheinen. Genau, da kommt er schon. Und jetzt ist halt ein bisschen komisch, Spiegel im Spiegel immer kleiner, sieht man da. Mein Bildschirm wird da in die Unendlichkeit sich immer repliziert. Das ist halt speziell jetzt, weil ich sozusagen das gleiche Bild zeige, was ich dann wieder im Screensharing zeige. Passiert das. Gut, das ist das Screensharing. Das kann man gut verwenden, wenn man zum Beispiel Programme erklärt. Dann kann man zeigen, wie man die bedient. Oder wenn dann ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin Mühe hat, das nachzuvollziehen, kann diese Person auch ihren Bildschirm teilen. Dafür muss man die Person allerdings zuerst zum Presenter machen. Es gibt da verschiedene Rollen bei BigBlueButton, normale Teilnehmer, Moderatoren, die können ein bisschen mehr, die können zum Beispiel die Teilnehmerrechte einschränken oder die können sich selber auch zum Presenter machen. Oder ich gebe jetzt einem Studenten hier zum Beispiel direkt das Recht zum Präsentator machen. Dann sieht man gleich hier dieses Symbol, das ist kleine in blau in der Ecke, wird jetzt gerade dann springen zum Teststudenten. Zack, jetzt ist da dieser blaue Symbol. Jetzt ist der Teststudent der Presenter und ich kann meinen Bildschirm im Moment nicht mehr teilen. Wenn ich das wieder möchte, gehe ich auf Plus und sage zum Präsentator werden. Dann hole ich mir das Recht zurück und das Icon geht wieder nach oben zu meinem Namen. So kann man also hin und her passen, aber nur jemand hat immer die Kontrolle über das Meeting, ist immer der Presenter. Diese Person kann auch die Folien schalten, da kann man ja Folien haben hier. Dann kann man zur nächsten Folie wechseln. Genau, das ist so der ganze Gag hier. Folien hochladen ist passiert an dieser Stelle beim Plus. Wenn ich Präsenter bin, kann ich das, kann ich eine neue Präsentation hochladen und da mal eine Datei aussuchen, indem ich da auf die Fläche klicke. Habe da so ein kleines PDF, das ich zeigen möchte. Das muss man jetzt noch zuerst hochladen. Wenn man es auswählt, reicht noch nicht. Man muss tatsächlich noch auf Hochladen klicken. Jetzt wird es hochgeladen und konvertiert in das Format, wie es verwendet wird, um das dann anzuzeigen. Und automatisch wird dann zu dieser Präsentation gewechselt.
nur eine Seite, so ein Zertifikat, das habe ich letztens bei einem Online-Kurs bekommen. Kann jederzeit auch zur anderen Präsentation zurückgehen, indem ich wieder Präsentation hochladen wähle und dann hier hinten wieder den Haken setze, bestätigen. Jetzt kommt wieder zurück zur Standardpräsentation, die da immer kommt, wenn man dann ein BigBlueButton-Meeting startet. Genau, das ist noch wichtig, dass man das weiß. Es gibt noch weitere Möglichkeiten hier unten. Man kann zum Beispiel externe Videos teilen. Zum Beispiel ein YouTube-Video könnte man jetzt hier die Adresse dann eingeben und da kann man zusammen das gleiche Video schauen. Ich steuere aber weiterhin die Wiedergabe. Ich kann also dieses Video dann pausieren, dann wird es bei den Teilnehmenden auch pausiert. Wenn ich es weiter abspiele, dann läuft es bei denen weiter. Man kann es also wie ein Film sich zusammen anschauen gleichzeitig und trotzdem weiß man immer, wo die Leute sind. Die ist nicht so, jetzt schaut euch mal das Video an und in 3 Minuten kommt ihr zurück, sondern man kann zusammen wieder durchgehen und einzelne Punkte anhalten und die besprechen. Oder Umfragen starten gibt's auch. Zeige ich jetzt nicht, wäre aber auch hier eine Option. Was ich aber zeigen werde, ist das Whiteboard. Wenn ich jetzt mal auf die nächste Folie wechsle hier unten, das ist eine absichtlich leergelassene Folie, ist einfach weiß. Da fällt auch dieser rote Punkt sofort auf, den sieht man eigentlich auch bei beschrifteten Folien, aber es ist der Mauszeiger von mir, der den Zuschauerinnen und Zuschauern immer gezeigt wird. Die wissen also immer, wo ist meine Maus, dann kann ich auf gewisse Punkte auf der Folie hinweisen. Was ich auch kann als Presenter jetzt in diesem Fall, ich kann da drauf schreiben oder malen. Ich mache mal auf eine Wellenlinie. So. Kann auch Rechtecke zeichnen, zum Beispiel damit aufziehen. Oder gibt es noch Linien, sind manchmal noch spannend, hier eine Linie. Oder das Textfeld ist auch wichtig. Das vorderste Werkzeug, dieses Textbaustein, da kann ich ein Rechteck aufziehen und Hallo Leute schreiben. Zum Beispiel kann auch das auch anders sein. So kann man texten. Man kann auch die Farbe wechseln, wenn jetzt das Rot doch ein bisschen aggressiv sein sollte, nehme ich halt Blau, kann nachher in Blau etwas schreiben. So geht das. Und was auch noch spannend ist, wenn ich jetzt eine Brainstorming-Session habe, wo die Leute Ideen sammeln sollen zusammen, gibt es da noch den Knopf, wo ich auf den Mehrbenutzermodus umschalten kann. Dann ändert das Icon hier, sind dann so zwei so Rechtecke. Und jetzt steht auch neben meinem roten Punkt hier mein Name, weil wenn jetzt mehrere Teilnehmer dabei sind, kann man schnell zeigen, ich male da jetzt mal als Teststudent noch was ein, dann erscheint auch der Name der anderen Teilnehmer, die gerade aktiv sind auf dem Whiteboard. Also eine gute Variante, man sieht immer, wer schreibt was und wo und so weiter. Also es ist dann, dass man sich nicht so oft in die Quere kommt beim Brainstormen. Wofür man es auch verwenden kann, wenn jetzt das zum Beispiel eine Brainstorming-Session war, das ist eine Idee hier oben, hallo Leute, und noch mehr Text ist die andere Idee, kann man auch sowas wie eine Abstimmung simulieren, indem man fragt, wer möchte denn jetzt gerne zum Thema hallo Leute diskutieren, dann geht man mit der Maus dahin, dann sieht man, ah, der Martin möchte hallo Leute diskutieren, und der Teststudent geht zum Beispiel da zum noch mehr Text hin, und dann sieht man, ah, der möchte lieber noch mehr Text diskutieren. Also so kann man dann auch sowas wie Abstimmungen machen. Oder Gruppen bilden. Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Geht's zurück zum Einzelmodus da. Jetzt bin ich wieder der Einzige, der das teilen kann. Gut, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, genau. Wenn man auf seinen Namen klickt, auf den eigenen, kann man ihm auch den Status setzen. Das ist dann nützlich, wenn man zum Beispiel eine kleine Abstimmung machen möchte oder eine Gefühlsumfrage, wie geht's euch gerade? Dann können wir sagen, setz mal den Status, klick also auf deinen Namen, Status setzen, und dann machst du zum Beispiel das Glücklichsymbol, wenn du zufrieden bist, wie es läuft, oder du setzt das Verwirrt-Icon, und dann sieht man so auf einen Blick, wie es den Leuten gerade geht, und wenn jemand das Verwirrt-Zeichen hat, spricht man die Person vielleicht kurz an, möchtest du was in den Chat schreiben oder das Mikrofon verwenden, kurz eine Frage stellen oder was ist gerade bei dir los? So, also kann man das für solche Dinge kann man das verwenden. Wenn die Umfrage fertig ist, kann man hier auch wieder alle Status-Icons löschen, dann gehen die ja wieder weg. Dann ist es fürs nächste Mal schon vorbereitet. Nicht, dass dann die ganze Zeit da
diese Smileys sind und vielleicht geht es den Leuten inzwischen schon nicht mehr so gut. Also darum nimmt man die am besten dann schnell da weg. Es ist auch noch wichtig, ich kann auch Leute so individuell rausschmeißen oder mit denen, habe ich glaube schon gesagt, den Chat starten, den privaten. Wenn sie das Mikrofon eingeschaltet haben, kann ich auch schnell sagen, ich schalte da schnell ein. Kann man denen das Mikrofon auch wieder stumm schalten? Hier, Teilnehmerstuhl. So. Und dann verschwindet das wieder, ist wieder ausgeschaltetes Mikrofon. Das kann nützlich sein, wenn jemand unabsichtlich das Mikrofon eingeschaltet hat und dann irgendwie der Staubsauger läuft und so. Dann kann man, sieht man manchmal hier oben, wer gerade spricht. Ja, genau, das sieht man ja hier oben. Habe ich das schon gesagt? Nein, ich glaube nicht. Wenn ich spreche, sieht man hier oben meinen Namen, ich streame, dass das immer klar, welche Personen gerade am Erzählen sind. Dann kann man direkt diese Person zum Beispiel auch stumm schalten, wenn da irgendwie ein Lärm im Hintergrund wäre. Was ist noch interessant? Genau, die geteilten Notizen. Das ist so ein gemeinsamer Notizblock, wo alle reinschreiben können. Das macht Sinn bei einem Workshop, wenn da irgendwie nützliche Links gefunden werden oder spannende Erkenntnisse, können alle Leute hier, die da mitmachen, einfach hineinschreiben. Also ja, kann man parallel dann tun. Das wäre für ein interaktives Dokument. Wichtig einfach, wie hier und auch bei allen anderen Dingen, wenn ich das Meeting am Schluss beende, dann gehen die Sachen alle weg. Also das Whiteboard geht alles weg, was ich gemalt habe, das ist geteilte Notizen gehen weg, der Chat ist weg. Also darum, wenn man das sichern möchte, gibt es hier die Möglichkeit, einen Export zu machen, dass man das rausholt und später dann halt für andere Dinge weiterverwendet. Das ist noch wichtig, dass man das weiß. Beim Whiteboard würde ich einfach einen Screenshot machen, wie man es auch sonst macht, von einer Webseite, einfach einen Screenshot von dem Bereich, den man haben möchte. Dann hat man eine Ergebnissicherung. Was auch möglich ist natürlich immer, ist die Aufzeichnung, ist hier oben ein Knopf. Aufzeichnung starten, mache ich jetzt nicht. Dann würde alles, was erzählt wird, was gemalt wird, was wenn Screensharing passiert, was also da geteilt wird oder wenn Präsentationen durchgeschaltet werden, die sind dann alle in der Aufnahme drin und dann muss man das nicht mehr unbedingt selber sichern. Ausnahme ist eben diese geteilten Notizen, die sind dann trotzdem weg. Das heißt, die müsste man immer, wenn man da was Wichtiges hat, als exportieren oder rauskopieren. Dann kommen wir, glaube ich, so langsam Richtung Ende. Was noch spannend ist, vielleicht wenn größere Gruppen sind die Breakout-Räume. Da könnte man jetzt Gruppendiskussionen anregen. Also wenn 20 Leute sind, die in vier Gruppen aufteilen, zu je vier Leuten, das kann man hier machen. Man kann den Leuten auch immer die Rechte einschränken. Wenn ich nicht möchte, dass meine Teilnehmenden alle die Webcam einschalten, nehme ich ihnen das Recht weg. Dann können Sie das gar nicht. Von jetzt an kann der Teststudent, könnte der nicht mehr seine Webcams teilen, weil ich das allen weggenommen habe, dieses Recht. Kann nur noch ich als Präsentator oder als Moderator, die können das weiterhin teilen in der Kamera. Ja, das ist noch interessant vielleicht. Dann genau, wenn es fertig ist, Aufzeichnung beenden, wenn man das gestartet hat und hier oben auf die drei Punkte gehen. Und da gibt es jetzt zwei Versionen, sich zu verabschieden. Die erste Version ist ausloggen. Dann gehe ich einfach aus dem Meeting hinaus, das Meeting bleibt aber offen. Das heißt, die anderen Leute können weiter bei diesem Meeting miteinander sprechen oder weiterarbeiten oder sich austauschen. Genau, es wird nicht beendet, die Konferenz. Aber wenn ich das darüber nehme, Konferenz beenden, dann ist es so, als ob ich die Leute aus dem Raum hinauswerfen würde. Dann ist wirklich fertig und ich schließe die Türe ab. Dann ist die Konferenz beendet. Das werde ich jetzt dann gleich tun, weil ich bin durch mit meiner Einführung hier mit den Grundlagen zu BigBlueButton. Ich wünsche natürlich viel Spaß, wie immer, beim Ausprobieren und auch sonst alles Gute.